Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute Demeteros Doppeldrache. Der größte Feind ist der liebe Kai für Demeteros, deswegen habe ich zwei Drachen hinten. Demeteros ist sehr gut gegen Dialga. Ja. Gehen wir mal da rein. Ich konnte mit dem Team auch schon ein paar Punkte wieder gut machen. Gestern war ja ein unnormal schlechter Tag für mich. Pokerinus. Memmental ist in Ordnung. Da kommt aber Giratina zum Glück auch noch an. Ja, wir sammeln ein bisschen Energie. Steinhage kommt. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Man kann auch eine Steinkante abfangen, ne? Man kann auch eine Steinkante abfangen. Gut, dann gehen wir hier rein. Ah, warum gehe ich eigentlich nicht auf Kreuzdonner, ich Dussel? Ah, Knirscher überlebt da doch jetzt, oder? Ah ja, stimmt eh. Okay. Ja, soll er Luftstoß raushauen? Das ist mir eigentlich egal. Ich habe ja, was ich will. Ich habe zwei Schilde. Also jetzt könnte ich runterfahren, oder? Ja. Wir haben Schildvorteil und den Wechsel. Jetzt kriegt er hier ein schönes Kreuzdonnerchen ab. Sieht gar nicht so schlecht aus. Perfekt, wir gehen als nächstes in Giratina. Ja, ich muss hier auf Steinkante gehen. Ich muss hier auf Steinkante gehen. Und jetzt rüber. Unheilböe. Runterfahren mache ich nicht. Und der Gegner kann aufgeben. Perfekt. So will ich das sehen. Ja, schön, dass der Gegner eine Steinkante abgefangen hat, weil ich hätte sowieso noch nicht Kraftkoloss angewendet. Weil Melmetal überlebt ja einen Kraftkoloss auf jeden Fall. Und der Gegner wollte das schlauerweise gleich abfangen. Was nicht dumm ist, aber. Oh, den kenne ich doch. Den Herrn kenne ich doch. Oh, Mamutl. Nein, 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 nein. Ah, oh, das heißt, ich muss jetzt zwei Schilde reinbuttern, oder? Ah, Mamutl ist natürlich echt hart für dieses Team. Ah, Dialga. Okay, er schildert, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich werde einfach einmal schön und runterfahren. Ob
Bitte geh einfach auf Draco. Ah, Mammut ist natürlich mein Genozid hier. Überlebe bitte den Eisenschädel. Das wär echt flauschig von dir, den Eisenschädel zu tanken. Ja. Oh, er geht den Groudon. Schlau von ihm. Sehr, sehr schlau von ihm. Gehen wir rüber. Das war schlau von ihm. Ja, jetzt muss er nur hier schilden. Komme ich noch zur Unheilbühne? Ah, die wird nicht reichen, oder? Die reicht doch nicht. Nee. Ja. Ich hätte nur noch runterfahren können, aber. Schade. Ja, mein Team hier ist natürlich schwach gegen Eis. Aber da Mammute jetzt nicht so extrem vorkommt. Leider ist der Gegner in die Eier gewechselt. Aber sonst hätte ich unter Umständen Mammute runterfahren können. Mit Zekrom. Ja, Mammut ist natürlich ekelhaft. Sag ich so, wie es ist, einfach eklig. Vielleicht locken wir hier was raus. Giratina wollte ich noch nicht. Aha. Vielleicht kriegt man ein Schild vom Gegner. Das wäre echt nice. Oh ja. Problem ist, er kann runterfahren, ne? Aber ich brauche ein Schild gegen Mewtwo. Oder nehme ich hier jetzt? Gehen wir hier auf Kraftkloss. Und gehen jetzt instant rüber. Und Nivetal hinten, das gibt's doch nicht. Kann sich doch keiner ausdenken, sowas. Noch ein Iveetal hinten, Mann. Warum spielt sie Iveetal? Ich überlege tatsächlich hier zu schilden, ne? Überlege Tatsache hier zu schillen. Ein Schild ist da, ja. Ah, das ist natürlich doof. Das Problem ist, Iveetal wird 100% den Ladeattackenleistung gegen Giratina gewinnen. Ich habe gehofft, ja, okay, Psychostoß wird jetzt wahrscheinlich eh reichen. Davon mal abgesehen.
Nee, noch nicht, aber. Aber er kann einsetzen, ne? Ja, er gewinnt leider den Gleichstand. Wir haben unser Bestes getan. Definitiv. Definitiv haben wir unser Bestes getan. Ja, hat leider nicht so geklappt, wie ich gehofft habe. Ibiza natürlich zum Schluss echt hart. Ein harter Brocken, dafür haben wir es eigentlich sehr gut gespielt. Und hätte der Gegner jetzt nicht keine Attacke gehabt, dann hätten wir das gewonnen. Das ist eine Führung, die ich gerne sehe. Ich finde auch gut, dass die Gegner dann immer drin bleiben. So, wenn er jetzt nicht schildert, gehe ich auf. Okay. Ja, das haben wir eigentlich ziemlich gut getimt. Weil er kriegt noch zwei Kraftkolosse ab. Jetzt versuche ich ihn zu snipen. Mit, hier. Weil er dürfte höchstens einen Eisenschädel schaffen, wenn überhaupt, okay. Seychen könnte man loswerden, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, hier schön einfach. Guter Schritt. Setzen wir den nächsten Kreuzer ein. Dann ist Seychen erledigt. Hier haben wir nur einen Eisenschädel zu befürchten eigentlich. Oder auch noch nicht mal. Perfekt. Oh, perfekt. Ja, er kann aufgeben. Ich hätte auch noch einen Giratina hinten gehabt. Autsch. Das war natürlich hart für ihn. Da hat natürlich mein wunderschönes Zekrom, sag ich mal, ja, man kann sagen, eigentlich fast dank Demeteros Vorarbeit sein ganzes Team zerfetzt. Ja, es war schlau, den Knüller zu schälen. Und damit Seychin schon mal aus dem Weg zu hauen. Zu vernichten. Wäre dann nur problematisch gewesen, wenn Xerneas gekommen wäre. Wobei, für Mondgewalt braucht Xerneas echt lange. Und ich glaube, Giratina überlebt eine Mondgewalt. Das ist auch in Ordnung. Knuller können wir hier wegstecken. Ah, ich habe ihm eine Attacke geschenkt. Das war sehr doof. Ich kann aber auch nicht abfangen, das ist das Problem. Okay. Wir schönen den ersten nie. Weil ein Knuller. Okay, Nahkampf, perfekt. Ich bin nicht schön, nein. Genau deswegen. Ah, das Problem ist, wenn ein Dialga hinten ist. Okay. Ja, wenn man von Täusche spricht, aber dann gehe ich jetzt hier rein. Mache den Spukball-Move. Und jetzt gehe ich in Sekrom. Schilder einmal. Ja, das ist nur der Eisenschädel.
Er dürfte höchstens noch einen schaffen, aber eigentlich dürfte er keinen mehr schaffen. Ja, perfekt. So, was kommt jetzt rein? Du hast zwei Drachen dir gegenüber. Ich habe ein Schild. Stahlober war klar. Dann setzen wir jetzt ein. Perfekt, Gleichstand. Ich darf nicht chillen. Ich darf hier gegen dieses Vieh hier nicht chillen. Ich muss alles durchlassen. Oh, du gehst auf Stromschluss. Nein, du hast Back to Back. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Hat der Gegner gut gespielt? Hat der Gegner richtig gut gespielt? Ich glaube, ich hätte das Stahlobohr einfach schilden sollen. Ja, ich hätte den Schlagbohrer schilden sollen. Seishin hat doch nur Nahkampfstromstoß gehabt. Ja, das war meine eigene Dummheit in dem Kampf im Nachhinein. Ah, ich wusste doch, dass Seishin nur Nahkampf und Stromstoß hat und dann gegen Giratina eigentlich nicht viel machen kann. Und gegen Stahlobo, gegen Zekrom hätte er sich vielleicht abschwächen müssen. Oh, das war schon das letzte Set für heute. Stimmt, ich habe in der Nacht eins gemacht. Okay, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.